So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 21:10 Uhr. Die US-Börsen sind heute zu, denn sie feiern den Independence Day. Im DAX hat sich im Prinzip einiges getan. Allerdings ging es nicht in die Ausbruchsrichtung. Hier haben wir das Chartbild. Habe ich heute ja eine größere Analyse wieder gemacht und am Freitag, am Wochenende eben auch betont, hier über diesen eingezeichneten Widerstandsbereich sollte es nach oben gehen und mit diesem Ausbruch dann einher eben auch die DAX-Aktien wie die Daimler und wie die BMW-Aktie, da aber das Kaufsignal nicht im DAX gezündet hat, sind die erstmal hinten angestellt. Dieses Setup läuft, ist die ProSieben, kam heute nochmals gehörig unter Druck, ja. Aber hier dürfte es dann Intraday morgen zum Bruch der 36-Euro-Marke kommen. Aber auf Wochensicht, wenn ich jetzt hier wieder in den Wochenchart reinschaue, sollte hier die 36,40 verteidigt werden. Von den Mustern her, ja, dürfte es hier runtergehen oder darf es noch mal ein Tief geben, auch eben wie gesagt unter den EMA 200, aber auf Wochenschlussbasis muss oder sollte das dann halten. Beiersdorf ging ja hier schön auf. Wie gesagt, die Bayer und die Daimler-Aktie war nur in Verbindung mit dem Ausbruch. Das kann man in Videos nachhören oder nachsehen. War das nur in Verbindung mit diesem Kaufsignal dann gemeint? Morgen wird es eventuell hier, wenn jetzt Japan und der Hang Seng keine größeren Verluste verzeichnet, kann hier morgen einen antizyklischen Long gestartet werden, was ich dann auch vermutlich tätige. Allerdings, wie gesagt, hier ist der Hang Seng an einem wichtigen Level wieder angekommen und der Japan allerdings nicht groß. Keine große Gegenwerte geleistet. Brent bleibt weiterhin hier unten, kein neues Signal, WTI höchstwahrscheinlich auch nicht unter der Trendlinie. Alles wie gehabt, auch ausführlich an der Analysefront bzw. auch schriftlich hinterlegt. Die Randgold hat sie natürlich heute nicht belegt, ist ein US-Wert, da darf das morgen nochmal steigen und deshalb kommen wir auch gleich zum Gold. Gold hat hier ein Hoch bei 1.357 gemacht und Silber ein Hoch über der 21 US-Dollar gezaubert. Hier gab es jetzt Intraday. Wie gesagt, es gab jetzt hier Intraday eine Möglichkeit, Long zu gehen, ist aber nicht ausgeführt worden. Das war dann der Artikel, die längere Artikel. Dieses Forex-Setup ist im Plus, allerdings nur leicht, kommt momentan nicht über die Oberkante. Und hier US-Dollar, japanischer Yen, da gibt es auch nur ein Kaufsignal, nur eine Beiträgermarke, also kein direktes Kaufsignal. Und beim Silber, das war ja jetzt hier gerade das Thema, bevor ich die anderen Setups durch bin. Hier die Short-Sell-Trigger-Marke lag auf Schlusskursbasis, war auch im Text so angegeben. SK ist Schlusskursbasis unter der 2040, fand dann hier statt. Kleiner Rücklauf nochmal an die 2054. Und hier beendet er den Tag jetzt, weil er auch die Globex dann schließt. Ja. Nicht auf Tagestief, aber auf Stundentief. Da darf man jetzt gespannt sein, wie weit hier die Korrektur in der Nacht vielleicht auch womöglich voranschreitet. Sollte hier jemand eben auch Short sein, soll er definitiv auch schon eine Teilgewinnsicherung knapp unter der 20 US-Dollar-Marke hinnehmen. Dann kommt man hier nicht mehr in den Verlust.
Eine Überraschung oder die zweite Zielmarke wäre natürlich hier unten unterhalb von 15, unterhalb von 19,50. Mehr gibt es aktuell nicht zu sagen. Wie gesagt, heute war ja auch war der US-Handel geschlossen und deshalb auch nicht arg viel größere Bewegungen und sowieso nicht nach 17 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bis morgen früh dann.